Heute werfen wir einen tiefgründigen Blick auf Jerusalem. Diese Stadt ist seit Jahrtausenden das Zentrum von Religion, Kultur und Geschichte. Doch es gibt ein Geheimnis, was viele nicht kennen, was ich heute für euch lüften werde. Warum findet dort seit Jahrtausenden ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit statt? Es geht um den Papst, um Jesus, um Moses, um die Leyleins, um die Moslems, die Christen, die Raketen und das Tor in das Universum. Bereite dich also darauf vor, mit mir jetzt Jerusalem in einer ganz neuen Perspektive mal zu betrachten. Und zwar werde ich sehr viele Punkte mit einfließen lassen, die deinen Blick besonders schärft. Und mich hat es umgehauen bei meiner Recherche und den Botschaften der geistigen Welt, die ich dazu bekommen habe. Jerusalem galt ja schon immer als das heilige, gelobte Land. Und eine Tat, eine gute Tat, die man in Jerusalem ausgeübt hat, wiegt 10.000 Mal mehr als in einem anderen Land. Da gibt es Schriften, die das besagen. Und eine böse Tat in Jerusalem wiegt auch 10.000 Mal mehr schwerer als in einem anderen Land. Also das, was gerade geschieht, wiegt 10.000 Mal mehr schwerer als in einem anderen Land. Am Anfang haben die Moslems oder früher hatten die Moslems immer in Richtung Jerusalem gebetet. Dann gab es da Situationen, die also das geändert haben und jetzt beten sie nach Mekka. Auch das ist etwas, was die Aufmerksamkeit von diesem heiligen Land weglocken möchte. Es gibt aber sogar eine Moschee, wo man in beide Richtungen beten kann. Also es ist nicht ganz verloren gegangen. Das, was jetzt im Moment dort geschieht, das ist so der Gipfel der Negativität, der Gipfel des Bösen. Es macht fast den Eindruck, als wie wenn die Bösen oder die unlichte Seite keine Wahl mehr hätte und ja, seinen größten Trumpf jetzt gerade ausspielt, indem es also Jerusalem besudelt mit wirklich Gewalt und Menschenopfern. Ich denke, du weißt, was ich verstehe. Es gibt ja bestimmte Rituale, wo Menschenopfer gebraucht werden. Und die hat man dort jetzt so ganz, ja, durch diese Konflikte hat man dort also auch Menschenopfer. Und das bedeutet, dass dort doch an diesem Platz etwas Besonderes sein muss. Ich komme da noch darauf, ich werde es euch erklären. Ich muss aber bloß noch vorher ausholen, damit ihr versteht, um was es hier alles geht. Man hat also diesen riesigen Konflikt dort, den es so in dieser Größe noch nie gab. Und es wird unheimlich viel Blut dort vergossen. Aber es wurde früher auch schon Blut dort vergossen. Denkt doch mal an die Kreuzzüge. Jetzt gehören die Kreuzzüge ja der Kirche an. Jetzt kommen wir auf die Kirche zu sprechen und auf den Papst, ihr Lieben. Und da zeige ich euch mal einen kleinen Ausschnitt, um zu verstehen, dass die Kirche ein Teil des Unlichten geworden ist und nicht das ist, was sie vorgibt. Ich weiß, dass es viele wissen, aber schaut es euch trotzdem an. Mir hat es die Schuhe ausgezogen. Hier seht ihr den persönlichen Audienzraum vom Papst. Und ich mache gleich das Video an, dass ihr versteht, was ich meine. Man sieht hier zum Beispiel das Innere eines Schlangenkopfes. Ich mach mal an, ihr werdet verstehen, was ich meine. Schaut man in dem Raum nach vorne Richtung Bühne, so ist ohne Zweifel der Kopf einer Schlange zu erkennen. Die Bühne stellt den Mund dar, wobei die zwei schrägen Säulen offensichtlich die Zähne der Schlange sind. Die bunten Fenster auf jeder Seite sind eindeutig Reptilienaugen, welche den Besucher in diesem Raum anschauen. Die Decke wurde so entworfen, dass der Kopf der Schlange nahezu unheimlich zu uns gerichtet ist. Der Durchgang zur Bühne stellt die Zunge dar, welche genau aus der Mitte der Bühne kommt. Architektonisch gesehen eine Superleistung,
Doch was steckt dahinter? Was hat das unheimliche Bild dieses Tieres in einer kirchlichen Angelegenheit zu suchen? Im ganzen Saal soll kein einziges christliches Kreuz zu finden sein. Eher sieht das Ganze aus wie ein Schlangentempel. Wenn einer im Saal sitzt und auf die Bühne schaut, schaut er tatsächlich ins Maul der Schlange, aus welchem der Papst redet. Wessen Worte verkündet er? Das heißt doch, dass der Papst durch die Schlange spricht in seinem großen Saal. Und die Schlange steht für die Verbindung zum Teufel. So ist es in den Geschichten zu finden. Ich lasse euch Raum für eure eigenen Gedanken. Ich stelle das alles wertfrei euch zur Verfügung. Bitte googelt es selbst oder schaut selbst nach. Übrigens für alle Punkte, die ich heute in diesem Video erzähle, denn es wird nicht besser. Es kommt noch interessanter und intensiver alles. Wir kommen jetzt mal zu den Leylines. Die Leylines, ich denke, ihr wisst, die Leylines sind einfach Energiebahnen, die sich über die Erde spannen. Und da, wo sie sich kreuzen, diese Leylines, ist ein ganz besonderer Ort, ein Kraftpunkt. Oder ein Tor. Ihr kennt Stonehenge, ihr wisst die Pyramiden, ihr wisst, dass es diese Leylines gibt. Und in Jerusalem ist auch dieser Schnittpunkt. Und jetzt stelle ich euch die Frage, warum wird in Jerusalem so stark gekämpft? Und ich sage euch die Antwort, weil dort ein ganz großes und ich wage fast zu behaupten, das größte oder eines der größten Tore ist, um mit Gott Kontakt aufzunehmen, um mit der vollkommensten Liebe des Universums in Kontakt zu treten. Das ist in Jerusalem. Warum war denn Jesus in Jerusalem? Ja, warum war er da? Warum hat er dort zu Gott gebetet? Und warum hat Moses auf dem Berg Sinai Gott gesehen? Ich glaube, es war dieser Berg. Korrigiert mich, wenn es nicht stimmt. Warum war es dort möglich und an keinem anderen Ort auf der Erde? Weil dort ein riesengroßes Tor ist. Dieses lichtvolle Tor, und das sollten wir schützen. Und da kommen wir nachher dazu in der Botschaft von der geistlichen Welt. Wir sollten all unsere Energie darauf legen, dieses Tor zu schützen. Es wird ständig besudelt mit negativen Energien, um es zu verstopfen. Und wenn man das nicht weiß, das ist so der spirituelle Hintergrund von dem, was hier geschieht, dann kommt man da nicht drauf und dann kann man auch nicht dazu tun, das zu schützen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also, wir haben gesagt, die Leylines, das sind ganz besondere Schnittpunkte. Das bedeutet, wenn man das weiter überlegt, dass unsere Atmosphäre, wenn jetzt das Tor in Jerusalem ein ganz großes Tor ist, bedeutet das ja, dass unsere Atmosphäre nicht an allen Stellen durchbrochen werden kann. Jetzt stelle ich euch wieder eine Frage. Was meint ihr denn, warum in Cape Canaveral in den USA Raketen gestartet werden und sonst fast nirgendwo? Oder warum das der größte Ort ist, wo Raketen gestartet werden? Weil sich dort ein Tor befindet. Und die NASA an sich ist nicht unbedingt lichtvoll. Das stelle ich jetzt auch mal so in den Raum. Was könnte dort also für ein Tor sein? Auch das überlasse ich euch, zu finden, herauszufinden. Am Anfang nannte man die Raketen Challenger. Ihr könnt euch erinnern. Und vielleicht könnt ihr euch auch erinnern, dass diese Raketen zum größten Teil kaputt gingen. Und dann noch durch dieses Tor abgeschossen wurden. Wen wollte man dort challengen? Was meint ihr? Könnte das Gott sein? Dann hat man sie umbenannt in Apollo und seitdem können also diese Raketen gestartet werden und gehen nicht mehr so sehr kaputt. Ihr dürft euch gerne eure eigene Meinung dazu bilden. Ja, jetzt gehe ich nochmal weiter. Was haben jetzt denn
die Zinsen mit dem Ganzen zu tun, von dem, was ich erzähle? Oder was hat Pornografie oder die neue Richtung LGBTQ mit diesen Dingen zu tun? Ich kann es euch sagen. Es gibt Glaubensrichtungen. Ich meine, der Glaube an sich, die Religion, die kann ja nichts dafür, aber sie wird benutzt wie ein Werkzeug, um Menschen zu beeinflussen, wie bis dass sie Krieg führen. Man kann es vergleichen, dieses berühmte Beispiel mit der Gabel. Du kannst eine Gabel zum Essen nehmen oder du kannst auch ein Auge mit ihr ausstechen. Und so geht man hier mit der Religion um. Ja, aber was hat es jetzt mit der Pornografie zu tun oder mit diesen anderen Dingen, die ich erzählt habe? Es gibt Länder, in denen sind diese Dinge verboten. Ja, und auch die Zinsen. Es gibt Länder, in denen gibt es keine Zinsen. Und das bedeutet, dass sie nicht beeinflussbar sind von dieser neuen Weltordnung, die hier so sehr vorangetrieben wird. Was denkt ihr denn? Wer waren die ersten Siedler? Wer waren denn diese ersten? Ich kann es euch sagen, das war Edmund James de Rothschild, der dort eine Siedlung sofort gegründet hat. Der war der Erste damals. Dazu hier ein bisschen mehr. Ich mach's mal an. Zeitpunkt ausmachen, wo man sagen kann, das war die Wurzel des Konflikts, da hat alles angefangen. Eine der häufigsten Erklärungen, die viele Jugendliche haben, ist, die wurden im Holocaust verjagt, also brauchten sie ein Land. Die ist komplett falsch. Tatsächliche Erklärung ist, da lebten hauptsächlich Muslime, aber auch Christen und Juden. Aber dann änderte sich natürlich etwas Ende des 19. Jahrhunderts. Das Osmanische Reich wurde immer schwächer. Dann kam Anfang des 20. Jahrhunderts der Erste Weltkrieg. Osmanisches Reich komplett zerfallen und das ganze Gebiet ging an die Briten. Da gibt es immer den Namen Theodor Herzl, schrieb das berühmte Buch Der Judenstaat. Und darin argumentiert er, wir Juden kommen nicht klar in der westlichen Welt. Wir brauchen seinen eigenen Staat. Und dann kamen zwei Interessen zusammen. Einmal haben wir Palästina, gehört den Briten. Und gleichzeitig haben wir aber eine starke zionistische Bewegung, die sagt, wir möchten das gerne für uns haben. Rothschild ist ein wichtiger Name in diesem Zusammenhang. Und da gab es diese berühmte Balfour-Erklärung. Der wurde geschrieben an den Baron Lord Rothschild. Der britische Thron sagt, wir sind zuversichtlich, dort einen Judenstaat für euch geben zu können, unter der Voraussetzung, dass die ganzen nicht-jüdischen Völker, die dort leben, keinerlei Leid davon tragen. Warum war er denn da dort? Warum waren die Rothschilds dort? Weil dies ein ganz großes, wichtiges, lichtvolles Tor ist, was wir brauchen beim Aufstieg. Und mit den ganzen Verunreinigungen durch die schlimmen Energien, die dort im Moment so sehr intensiv wirken, möchten sie das Tor verunreinigen und schließen. Das wird natürlich nicht gehen. Wir sind ja hier. Wir werden dem entgegenwirken mit unserer Meditation, die wir gleich machen werden. Und wenn du dich dem Lichtvollen immer zuwendest, dann bitte bete in deinen Gebeten, trage in deinen Gebeten dazu bei, dass sich das Licht in Jerusalem vergrößert, dass dieses Tor kraftvoller wird durch deine Liebe. Und das werden wir jetzt gleich zusammen machen. Und wir werden auch in unserem Seminar in Marburg, wenn wir die Ausbildung zum Heilerseminar haben, dort ein gemeinsames Gebet extra für diesen Ort zusammen machen. Das ist mir ganz wichtig. Und jetzt lade ich euch ein, mit mir zusammen zu meditieren für das Lichtvolle, für die Liebe und für den Glauben. Ich sprühe mich ein mit der 999. Die bringt mich immer ganz schnell in die Liebe, in die höheren Dimensionen. Ich schicke ein bisschen rüber von der Energie und wünsche euch jetzt ganz viel Freude dabei. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Herzensmenschen, ich begrüße jeden Einzelnen heute zu dieser Meditation des Lichtes und des Friedens. Und voller Freude lade ich dich, ganz besonders dich ein,
mit uns zusammenzuwirken. Und so rufe ich die Luminärengel herbei. Und ich rufe die 7 Erzengel herbei, damit sie uns unterstützen mit ihren Energien. Und vielleicht fühlst du schon, wie die Energie ansteigt. Und wenn du möchtest, dann nimm jetzt 3 tiefe Atemzüge, um dich mit diesem Licht zu verbinden. Dieses Licht kommt direkt aus der Quelle, von Gott zu dir gesandt, in dein Herz hinein. Und so nimm diese 3 Atemzüge und verbinde dich so innig, wie es geht, mit Gottes Liebe. Und du spürst, wie sich das Liebesband aus deinem Herzen mit Gottes Liebesband verbindet, wie ihr verschmelzt zu reinem Licht, zu reiner Liebe. Und nun richte deinen Fokus nach Israel, zu diesem großen, lichtvollen Tor, was dort von Gott installiert wurde, um uns zu dienen, um uns zu helfen, wenn es soweit ist, in die höheren Dimensionen zu kommen. Und so sende nun all das, was du an Licht geben magst, was du an Liebe geben magst, dorthin. Sende das Licht deiner Liebe in dieses Tor, um es zu stärken. Und ich bitte dich auch, einen weiteren Strahl aus deinem Herzen, einen großen Strahl der Reinigung aus deinem Herzen nach Israel fließen zu lassen, um all die Gewalt und die negativen Energien mit der Hilfe der 7 Erzengel zu transformieren. Unterstütze mit deiner Liebe die 7 Erzengel, denn sie sind die Boten Gottes, die dort für uns wirken. Und auch die 7 kosmischen Schwestern sind anwesend, welche schon die ganze Zeit die negativen Energien in lichtvolle umwandeln. Und so wirken wir zusammen. Viele Menschen von euch sind Hüter der Erde, Wächter der Erde und Heiler der Erde. Und so bitte ich euch, intensiv zu wirken. Und viele von euch sind Heiler, Heiler und liebevolle Menschen. Und so lasst bitte alle eure Liebe dorthin fließen, damit dieser Ort seine Kraft behält und ihm nichts etwas anhaben kann. Denn so stärkst du das Gute, das Lichtvolle. Und ich lasse dir jetzt einfach noch ein wenig Zeit, um deine Liebe und dein Licht dorthin fließen zu lassen. Du kannst auch Jesus dazu rufen, um all das zu unterstützen. Ich verabschiede mich von dir, währenddessen ich mit dir weiter mein Licht und meine Liebe an diesen Ort sende, nutze die Melodie der Wirklichkeit, sie trägt erlösende Energien, Liebe und Licht.